Hi, ich bin der Yannick, bin 37 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und von Beruf bin ich Polizist. Meine Hobbys sind vor allem Ballsportarten, aber natürlich auch Fitnesstraining und hier insbesondere das Functional Training und das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Im Fun und Physio bin ich Mitglied seit 2003 mit kurzen Unterbrechungen aufgrund meines beruflichen Werdeganges. 2019 habe ich durch das Fun und Physio die Möglichkeit bekommen, im Kursbereich mitzuarbeiten, habe dann Ausbildungen besucht und mit dem Bodypump angefangen. TRX ist ein Schlingentrainer. Man nennt dieses Training auch Schlingentraining oder Suspensionstraining. TRX ist ein bestimmter Hersteller, für den wir uns hier im Studio entschieden haben. Allerdings gibt es Schlingentrainer auch von anderen Herstellern. Seinen Ursprung hat das TRX in der Army. Im Einsatz ist ein Soldat auf die Idee gekommen, mangels fehlender Trainingsgeräte einen Gurt um ein Panzerrohr zu hängen und daran verschiedene Übungen auszuprobieren. Das Trainingsprinzip, worauf das Ganze beruht, ist die Schwerkraft in Verbindung mit dem eigenen Körpergewicht. Wie jedes Trainingssystem oder Trainingsgerät hat auch das TRX seine besonderen Eigenschaften. Mit dem TRX trainiert man vor allem die Muskelkraft und die Koordination. Das Zusammenspiel der einzelnen Muskelgruppen wird hier sehr stark gefördert, was ein großer Vorteil dieser Trainingsform ist. Im Grunde ist es für alle Altersstufen geeignet, da die Übungen je nach Leistungsstand in ihrem Schwierigkeitsgrad variiert werden können. Das heißt, ich kann durch Veränderungen meiner Körperneigung oder meines Standes die Übungsschwierigkeit anpassen und variieren. Schlingentrainer werden zum Beispiel auch in der Physiotherapie oder in der Reha eingesetzt. Je nach Leistungsstand kann man sich mit TRX richtig auspowern oder auch dosiert und koordiniert arbeiten. Es gibt sogar Trainingsformen wie TRX Yoga. Ich zeige euch das exemplarisch mal an zwei Übungen in drei verschiedenen Schwierigkeitsvarianten. So, erste Übung, Rudern für den oberen Schulterbereich, einfachste Variante. Das heißt, ich lehne mich leicht zurück, habe die Hände vorne an den Griffen auf Schulterhöhe, habe das rechte Bein nach hinten gestellt, um möglicherweise meine Schultern zu unterstützen und ziehe mich jetzt mit dem Oberkörper schön gerade bleibend nach vorne. Zweite Variante, wir ändern unsere Standfläche. Ich setze meinen rechten Fuß auf die gleiche Höhe wie meinen linken Fuß, mache die Arme wieder lang, ändere meinen Körperwinkel und fange jetzt an, mich in Richtung der Handgriffe nach vorne zu ziehen. Ich erschwere somit für meine Schultermuskulatur den Schwierigkeitsgrad. Oberkörper schön gerade. Es bewegt sich nur mein Schulterbereich. Der Rest des Körpers bleibt in der sogenannten Plank. Letzte und schwierigste Variante für das Rudern. Ich verändere wieder meinen Stand. Das heißt, ich hebe mein rechtes Bein an, ändere meinen Winkel nochmal weiter nach unten, mache es also noch schwieriger, lasse mich nach hinten fallen, gehe wieder in die Plank, bin gerade und ziehe jetzt meinen Oberkörper in Richtung der Griffe nach oben. Durch die Veränderung des Winkels ist es für meinen Körper noch schwerer, sich nach oben zu ziehen und durch das Anheben des Beines müssen noch mehr Muskelgruppen miteinander arbeiten, um so bestmöglich und sauber die Bewegung ausführen zu können. Okay, zweite Übung, der sogenannte Ausfallschritt oder Lunge. Ja, dafür habe ich jetzt die beiden Griffe wieder auf Bauchhöhe. Die Gurte sind stramm. Ich setze das rechte Bein nach hinten in den Lunge. Mein vorderes Knie bleibt über meiner Ferse und ich gehe mit dem rechten Bein nach unten bis kurz über Boden und drücke mich von dort aus dem Oberschenkel und aus der Wade wieder nach oben.
wichtig bzw. gutes Training für die vordere Oberschenkelmuskulatur und die hintere Wade. Okay, eine Schwierigkeitsstufe schwerer. Ich stelle mich erst wieder normal hin. Meine Arme sind leicht angewinkelt. Ich bleibe mit dem linken Fuß stehen, bringe den rechten Fuß nach unten, setze jetzt aber die Fußspitze nicht mehr auf, sondern arbeite nur noch auf einem Bein mit dem Oberschenkel und ziehe so das Bein nach oben bzw. nach vorne. Ich verringere wieder meine Aufstandsfläche und erhöhe somit den Schwierigkeitsgrad. Wichtig ist, dass der Gurt immer gespannt bleibt und ich hauptsächlich aus dem Oberschenkel meinen Körper gerade nach oben drücke. Okay, letzte Schwierigkeitsvariante bzw. schwierigste Variante dieser Übung. Wieder das linke Bein arbeitet. Ich nehme das rechte Bein wieder nach hinten, neige es ab, komme mit dem Knie nach oben und springe mit dem linken Bein nochmal vom Boden nach oben. Arme leicht angewinkelt. Oberkörper gerade. Ich arbeite nur aus dem linken Oberschenkel. Der Rest des Körpers ist stabil. So, ich hoffe, ich konnte euch Lust auf meinen TRX-Kurs machen. Und hoffe, euch bald in meiner Kursstunde begrüßen zu können. Die aktuellen Kurszeichen könnt ihr über die Fun & Physio App oder über die Fun & Physio Homepage www.fun-physio.de abrufen. Ich würde euch bitten, bei Interesse euch in die Teilnehmerliste einzutragen, die am Check-in ausliegt, oder anzurufen und euch eintragen zu lassen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im neuen Außenbereich. Schöne Grüße, euer Yannick.